Hallo, wie ihr wisst, ich bin Alex und für alle, die es noch nicht wussten, jetzt wisst ihr es. In diesem Video geht es darum, wie man ISO-Dateien unter Linux, unter Ubuntu Linux vielmehr, erstellt, sprich Abbilder von CDs, DVDs erstellt und diese Dateien dann später auch wieder ins Dateisystem einbindet. Mounten sagt man auch dazu. Das zu wissen ist eigentlich mehr oder weniger eine kostbare Sache, denn ISO-Dateien sind ursprünglich Abbilder von optischen Speichermedien nach ISO 9660. Daher wahrscheinlich auch die Endung .iso. Weil, wenn wir CDs, DVDs oder Blu-ray-Discs haben, sind diese Discs nicht unendlich haltbar, sondern die sind endlich. Und ein ISO-Abbild ist ein exaktes Abbild so einer Disk. Früher war das sehr wichtig, das zu wissen, wie das geht, denn so um die Jahrtausendwende, plus minus ein paar Jahre, war das eigentlich das Speichermedium überhaupt. Da hatte sowas jeder ist mit so einer Disk umhergerannt und da wäre es eigentlich sehr wichtig, dass man weiß, wie man Abbilder von solchen Disks erstellt. Weil es kann wirklich vorkommen, dass solche Disks auf einmal nicht mehr funktionieren. Das ist mir selbst schon passiert, da hast du eine gekaufte Disk und auf einmal ist die nicht mehr lesbar. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen funktioniert die nicht mehr. Ja, was macht man dann? Eine neue kaufen. Oder man hat ein Abbild von einer, dann brenne ich das Abbild auf irgendeine CD oder eine DVD, die brennbar ist und schon habe ich genau dasselbe wie das Originale wieder. Ich habe hier, wo habe ich sie denn? Hier zum Beispiel eine originale Office 97 CD. Na, wo habe ich denn die? Ach, die habe ich hier im Computer. Ja, sowas zum Beispiel und das ist mal richtig teuer zu kaufen. Damals war es richtig teuer zu kaufen, ja, und wenn die einfach nicht mehr funktioniert, dann ist es wirklich sehr praktisch, wenn man davon ein Abbild hat. Sonst guckt man dumm aus der Wäsche. Heutzutage werden solche optischen Speichermedien immer weniger verwendet. Nicht nur das, sondern viele Computerhersteller bauen sich ihre Computer gar so, dass da gar kein Lesegerät mehr drin ist für optische Speichermedien. Sprich, kein CD-Player, kein DVD-Player, das gibt es da nicht mehr, sondern gibt es lediglich USB-Ports. Daher ist es recht praktisch, wenn man ein Abbild von so einer CD erstellen kann, das dann auf einen USB-Stick speichern kann und diese erstellte ISO-Datei vom USB-Stick bindet man dann auf dem Rechner lokal ins Dateisystem ein, als wäre es eine eigentliche CD oder DVD. Und wie man das macht und wie man da vorgeht, das zeige ich euch in diesem Video. Gebt mir einen kurzen Augenblick, ich bereite das vor und bin gleich wieder zurück. So, und da bin ich nun auch schon wieder. Und als allererstes öffnen wir wie immer ein Terminal. Die CD, die habe ich ja schon eingelegt, die hatte ich vorhin schon eingelegt. Das sehen wir mit df, disk 3. Da sehe ich hier, devsr0 ist das Media Alex Office 97 STD für Standard wahrscheinlich. So, aber wenn man ein Abbild von einer CD oder DVD erstellt, ist es immer recht ratsam, dass man die aus dem Dateisystem entfernt. Denn wenn die eingebunden ist, man weiß nie, was der Computer ändert, wenn er drauf zugreift. Es ist einfach immer sicherer, dass die aus dem Dateisystem entfernt wird. Das machen wir auch mit sudo umount devsr0. So wird die CD wieder aus dem Dateisystem entfernt. Das sehe ich mit disk 3 wieder. Jetzt gibt es die nicht mehr. Aber mit dem dd-Befehl kann man immer noch drauf zugreifen. Sprich dd sudo dd erstellt ein Abbild einer solchen CD-DVD. Dann if, das heißt Input-File, gleich
Dev SR0 für das CD-Laufwerk und Puff Output-File. Dann nehmen wir gleich ms-off-bis-97.iso als Dateiendung. Nun starte ich das Ganze. Ich höre auch, wie mein CD-Laufwerk anfängt zu laufen, aber ich sehe hier nichts. Das hat der DDD-Befehl so an sich. Der läuft jetzt, bis er das Abbild komplett erstellt hat. Aber damit wir das sehen, öffne ich mal ein neues Terminal. Da gibt es einen Trick. Und zwar geht das mit kill all minus, was haben wir denn da, usr1 und dd. Kill all minus usr1 dd, den Befehl. Wenn ich das ausführe, sudo muss ich das machen, dann sehen wir hier, er hat bisher schon 67 MB kopiert, das bei einer Transferrate von 1,4 MB pro Sekunde. Wenn ich das Ganze ständig anzeigen lassen will, mache ich das mit sudo watch minus -in1 kill all usr minus usr1dd. Jetzt wird mir jede Sekunde angezeigt, wie weit der Fortschritt ist. Dann kann man das schön mitverfolgen, bis die CD fertig ist. Dann weiß man einfach, wo man gerade steht. Ich pausiere das Video mal kurz, bis wir soweit sind, und dann komme ich wieder zurück. So, und schon ist das ISO-Image fertig erstellt. Die Datei hat 408 MB, wurde mit 2,1 MB pro Sekunde erstellt. Hier sehen wir die Datei MS-Office 97.iso. Diese ISO-Datei können wir jetzt wie eine CD ins Dateisystem einbinden. Das geht mit folgendem Befehl. Nur root kann das tun, also sudo mount-o loop, dann die Datei .ms-office97.iso und dann wird die gemountet nach /mnt. Das machen wir einfach mal. Dann sagt er mir, die Datei ist schreibgeschützt und wird eingehängt im Nur-Lesemodus. Ja klar, irgendwo eine CD, die ist immer im Nur-Lesemodus verfügbar. Dann mache ich mal ein Disk-Free und dann sehe ich, dass der Loop, das heißt, das ist die ISO-Datei, wurde eingehängt nach /mnt. Die Screen-H, sei es noch genauer, die hat 389 MB und die 389 MB sind auch benutzt. Da ist nichts mehr verfügbar. Dann öffne ich mal einen Dateibrowser. Dann gehen wir hier ins Verzeichnis /mnt und dann ist das hier die Office-CD mit den Exe-Dateien. Dann starte ich mal das Setup, Doppelklick, Setup Exe und siehe da, es funktioniert, als kommt direkt von der CD. Setup fortsetzen, ja sicher, setze ich mal fort. Name, Organisation, Alex, Privat, okay, alles okay. Jetzt wieder den CD-Key, den habe ich theoretisch hier auf der Schachtel, auf der Packung, aber naja, den gebe ich jetzt mal nicht ein. Aber ihr seht, es funktioniert. So einfach erstellt man ein Abbild von einer CD oder auch DVD, funktioniert genau das gleich. Und die kann man dann anschließend einfach ins Dateisystem einbinden und darauf zugreifen, als wäre es wirklich eine CD. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ich hoffe, es hat euch genützt. Die ganzen Befehle, die poste ich dann später unten drunter. Dann könnt ihr dort kopieren, wie man das einbindet und wie man das erstellt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.